Ja, der 18. Spieltag in der besten Handballliga der Welt ist fast durch. Aber das Spitzenspiel, das haben wir noch aufgehoben. Herzlich willkommen dazu in der Max-Schmeling-Halle hier in Berlin zur Partie der Füchse gegen die SG Flensburg-Handewitt. Zusammen mit Stefan Kretschmer. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Also 8. gegen 3. Das kann sich sehen lassen. Wir haben das Duell des aktuellen Vereinsweltmeisters gegen den Champions-League-Sieger des Jahres 2014. Klingt nicht so schlecht. Die Flensburger sind noch mittendrin im Meisterrennen. Klarer Favorit heute, die müssen gewinnen, die können sich nichts mehr erlauben. Naja, nach dem Spiel gegen Kiel, nach dem Pokalspiel, wo sie eine herausragende Leistung gezeigt haben, sind die Flensburger auch für mich heute Favorit. Die Frage ist nur, wie so viele Fragen, aber die entscheidende Frage, wie oft kann Matthias Andersson so eine Leistung nochmal bringen? Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, glaube ich schon, dass die Flensburger heute der Favorit sind, zumal die Füchse mit der Entwicklung in der Saison, glaube ich, nicht hundertprozentig zufrieden sind. Du hast es angesprochen, ich weiß nicht, ob Sie mit dabei waren am vergangenen Mittwoch, wir haben es live gezeigt. Der Flensburger Auswärtssieg in Kiel im Pokal im Viertelfinale, phänomenale Leistung. Also wenn Sie das heute wieder einigermaßen auf die Platte kriegen, dann haben Sie allerbeste Chancen, auch in Berlin zu gewinnen. Ich habe es gesagt, wir sind fast durch mit dem 18. Spieltag. 18 Mannschaften heißt 9 Begegnungen, 18 gespielt. Hier sind die Ergebnisse von diesem 18. Spieltag bis hierhin. Am Freitag bereits gewann Melsungen in Gummersbach knapp. Stuttgart-Eisenach haben sich 30-30 unentschieden getrennt. Dann am Samstag, die Rhein-Neckar-Löwen haben ihre Pflicht erfüllt, gegen Balingen gewonnen. Hannover schlägt zu Hause Wetzlar. Der THW Kiel hat auch einen Pflichtsieg eingefahren, in Lemgo gewonnen. Leipzig, ganz wichtiger Sieg und damit fast schon raus aus dem Abstiegskampf gegen den TuS in Lübbecke. Und frisch auf Göppingen gewinnt klar beim Bergischen HC. Und der HSV, man hat das Gefühl, je weniger Kohle da ist, desto besser spielen sie. Schlägt heute gerade erst zu Ende gegangen. Ganz souverän den SC Magdeburg mit 27.
wirft zum dritten Mal in dieselbe Ecke. Aber der Torwart denkt natürlich auch, er wechselt jetzt irgendwann. Oh, dieses alte Psychospiel vom 7-Meter-Punkt. Also ich würde jetzt mal sagen, den vierten wirft er nicht nochmal dahin. Wenn er es tut, ist er ein cooler Hund. Lenzburg macht zu viele Fehler. Schönes Spiel. Das ist klasse. Hervorragende Leistung bis hierhin von den Füchsen. Und Stochel ist zur Stelle. Trotzdem gibt es den 7 Meter. Flensburger müssen jetzt natürlich gucken, dass sie dranbleiben. Oh. Peter Stochel. Der Dompteur hier. Nicht schlecht. In der Schmelinghalle. Mit 39 solche Reflexe. Gut ab. So, jetzt müsste Flensburg langsam mal aufwachen. Guter Rückzug von den Füchsen. Was ist denn das Flensburger Problem aus deiner Sicht bislang? Ja, viel zu viel technische Fehler. Also Gladenhoff, glaube ich, mit zwei Stürmerfouls, zwei 7-Meter verworfen, Nachwurf verworfen. Viel zu viel technische Fehler. Und das ist der Grund, warum die Füchse Gegenstöße laufen, machen sie gut. Auch in der zweiten Welle, Vukovic mit Nielsen und so weiter. Nenadic mit einer guten Vorstellung bisher. Fabian Wiede, finde ich, ist in einer guten Verfassung seit Wochen. Auch gut für die Nationalmannschaft. Also Stochel natürlich mit einer sehr guten Leistung hinten drin. Vorne läuft, obwohl du hast ja angesprochen, er auch schon Fehler gemacht hat, nach wie vor fast alles über Glandorf. Mogensen und Lauge müssen sicherlich zulegen. Doch tanzen mit dem Treffer. Also die Füchse stehen sehr defensiv in der Abwehr. Deswegen werden sich Lauge und Mogensen schwer tun, oben rüber zu werfen. Sie kommen auch nicht weit raus, was den Pass zum Kreis erschwert natürlich. So, das ist das Flensburger Spiel, aber dazu braucht es eben auch Ballgewinne. Wie in diesem Fall, perfekter Pass von Andersson auf Lasse Svon. Dass der gut drauf ist, haben wir gesehen am vergangenen Mittwoch. Da hat er schlicht und ergreifend alles getroffen gegen den THW Kiel. Ich glaube, 11 Tore waren es am Ende. 100%. Jimenez jetzt am Kreis. Jahre jung, neu gekommen aus Spanien. Bei der Junioren-Nationalmannschaft aufgefallen. Super Pass war das von Wiede auf Jimenez. Aber Matthias Andersson wusste, was kommt. Also er hat das offenbar mit hierher nach Berlin gebracht. Ich glaube, der könnte jetzt noch ein Jahr so durchspielen. Dem kommt die Winterpause überhaupt nicht zur rechten Zeit, obwohl er ja
für die dänische Nationalmannschaft spielt. Unglaubliche Verfassung gerade. Jetzt nimmt Richardson seine erste Auszeit. Flensburg mit 3 Toren in Folge. Weiter schießen dann. Nach 4 Minuten. 4 Minuten. Du kämpfst zu mir. Ja, Kämpfer. 1, 2, du. Ja, ich kann so ein bisschen 1, 2. Du kannst, du kannst. Okay, wieder ein bisschen. Eine sehr überschaubare Ansprache von Richardson, was den Wortanteil betrifft. Ich glaube, einen Satz hat er gesagt, oder? Weiter 4 Minden. Also er hat einen Spielzug angesagt. Und dann wurde diskutiert, aber ohne Richardson. Also mehr macht Vranjes eigentlich auch nicht. Also er konzentriert sich schon auch in seinen Auszeiten drauf, den nächsten Spielzug anzuzeigen. Ja, aber er erklärt ihn nochmal ganz genau auf seinem Board da. Er hat auch einen ausgeklügelteren Spielzug dann wahrscheinlich, wo jeder Spieler seine Laufwege bekommt. Jeder Trainer hat seine eigene Art, muss man respektieren. Am Ende zählt dann eh das Ergebnis. Und so schlecht sind die Füchse in der Anfangsphase nicht unterwegs. Das kann man nicht sagen. Auch wenn sie jetzt 3 in Folge geschluckt haben. Und das Spiel wieder völlig offen ist. War dann Foul mit dabei an Nenadic? Sicher. Glaube ich auch. Und da fehlt jetzt natürlich einer in der Deckung. Und eigentlich müssen sie doch da unterbrechen jetzt. Viertes Flensburger Tor in Reihe. 8 beide. Naja, da hat Swan schon massiv gearbeitet gegen Petr Nenadic. Übrigens, wenn Blicke töten könnten, dann wäre jetzt einer der beiden Pritschos nicht mehr da. Der Nenadic ist sauer. Vukovic. Also er ist heute sichtlich bemüht. Er übernimmt Verantwortung, er übernimmt auch die Initiative. Hat sich auch hin und wieder für meinen Geschmack ein bisschen versteckt. Er muss führen. Es geht nicht anders. Das ist seine Rolle. Möller kommt jetzt zum 7 Meter. Und was macht Nenadic? Den gleichen, bei Möller auch. Nee. Und Möller hat es gerochen, aber Nenadic mit dem zweiten Versuch. Ja, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass Petr Čorčić nicht zum Einsatz kommt bei Flensburg. Vranjes versucht ihn jetzt offenbar, das haben wir schon auch in den letzten 2 Spielen gesehen, mehr einzubinden. Da ist er am Ball. Oh, Stochel. Und auch Swan kann nicht alles treffen, der hat sich auch wehgetan. Ja, einen Schlag mitbekommen beim Wurf. Schlag war es nicht. Also, so wie ich das jetzt sehe. Die Hüfte gedrückt, ja, aber ist jetzt kein mutwilliger Schlag gewesen, wo man jetzt
Aber die Frage ist, war es ein Foul? Das ist ein Kontakt, den du beim Außen, beim Reinschwingen von außen häufig kriegst. Also ich finde jetzt nicht, dass er jetzt zum Beispiel nicht mehr springen konnte oder dass das jetzt sehr, sehr nachträglich für seine Wurfausführung war. Wie hättest du denn diese Szene als... Oha. Eddison hat ihn versucht, die Hand hinzuhalten zum freundschaftlichen Abklatschen, hat Swan verweigert. Ah. Naja, also wenn Swan so reagiert, hat es auf jeden Fall wehgetan. Vielleicht hat der Ellison so einen spitzen Ellbogen, ich weiß es nicht. Tönnissen bei den Füchsen im Spiel, im rechten Rückraum für Wiede. Vukovic geht. Gute Abwehr Vukovic heute. Ja, gutes Spiel bislang. Du, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass man das schon intern anspricht. Ja? Und dass er da auch was zu hören bekommen hat. Wanne, ganz aufmerksam. Also dieses Aus im EHF-Pokal gegen Chambéry, da war man not amused bei den Füchsen. Ja, als Titelverteidiger gleich in der ersten Runde raus, war so nicht eingeplant, war natürlich echt ein sehr undankbares Los, muss man auch sagen, aber trotzdem. In der Bundesliga stehen sie mit ihren 21 zu 13 Punkten ja deutlich besser da als zum selben Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Aber die Leistungen waren halt schon ziemlich durchwachsen. Das darf man nicht vergessen. Georgic. Für den Jungen freut mich jedes Tor nach seiner ganzen Verletzungsgeschichte und nach der vielen Zeit, der jetzt auf der Bank sitzen musste. Es ist bei ihm nicht eine Frage des Talents, es ist eine Frage des Selbstvertrauens, der körperlichen Fitness und des Timings. Ja, man muss ja wissen, was will Vranjes, welche Spielertypen holt er nach Flensburg und was für ein System will er spielen. Und er lässt eben ein System spielen, wo der Ball extrem schnell läuft, wie Lauge, den er aus Kiel geholt hat und der eine unfassbar gute Saison spielt. Georgic ist halt nicht derjenige, der der allerdynamischste ist und der den Ball schnell macht. Er ist der Shooter, physisch stark. Aber es ist immer noch ein Prozess, aus seiner langen Verletzungspause zurückzukommen und eine Dynamik zu erlangen, die Flensburg dann auch wirklich weiterhilft und die dem Spielsystem der SG entspricht. Deswegen kriegt er Kurzeinsätze, aber ist sicherlich noch nicht der Stammspieler. Wieder Holger Glandorf und die Parade vorhin von Matthias Andersson. Formidabel. Toller Reflex. Ja, die beiden Keeper, 37 und 39. Ich kann da nichts erkennen von irgendwelchen Altersverschleißerscheinungen. Nee, würde man blind unterschreiben und den beiden Verträge geben. Hat man das Gefühl, das können sie noch jahrelang so. Kommt natürlich auch Erfahrung dazu, man kennt die Schützen mittlerweile, man ist lange genug in der Bundesliga, man hat hunderte von Videos gesehen. Nicht ganz unwichtig für einen Bundesliga-Torwart, dass sich Duelle eben immer wieder wiederholen und man Automatismen entwickelt. Ja, die Füchse sind jetzt schon ein paar Mal weggezogen in dieser ersten Hälfte und Flensburg findet den Weg hinterher. Jetzt haben wir wieder das Unentschieden. Also wenn wir da zu Beginn der Partie gesagt haben, dass Flensburg hier gewinnen muss, um die Meisterschaftschance am Leben zu erhalten. Klar, das stimmt, aber im Grunde gilt das schon irgendwie auch für die Füchse. Denn die haben mit dem Aus im DHB-Pokal im Achtelfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen und
nach dem Aus im EHF Cup zwei Saisonziele schon verpasst. Das dritte Saisonziel ist, sich wieder über die Liga zu qualifizieren für den internationalen Wettbewerb. Da muss was kommen. Auszeit. Ich gehe jetzt auch so kurz rein. Okay? Und dann raus. Alles gut. Ich spiele Jugend. Okay? Dann du kriegst den Ball. 1-1 wird das sein. Du kommst hier hin, du spielst die Jugend. Dann gehst du 100% hier. Du läufst ganze Weg schick. Okay? Du machst Jugend. Also ich will nur mal ganz kurz drauf zurückkommen. Auf diese Auszeit eben von Richardson und du gesagt hast, der Frandes macht es auch nicht viel anders. Also bitte. Also der Zweck ist der gleiche. Wie er das macht, aber wie er es war, was ganz anderes. Dieses ganze Auftreten, diese Autorität, trotz seiner Ruhe, es ist ja voller Autorität, was da aus Frandes rauskommt. Da gibt es keinen Widerspruch, da gibt es keine große Diskussion. Das ist ganz klar, der Chef hat gesprochen. Der muss nicht brüllen. Ich finde es unheimlich faszinierend, wie detailliert Frandes das macht. Wir abgestimmt auf die Abwehr der Füchse für jeden Einzelnen einen Spielzug entwickelt. Ja. Die Laufwege sogar noch zeigt. Also das ist schon großartig. Und die Spieler können das umsetzen, zumindest wenn sie so spielintelligent sind wie Rasmus Lauge-Schmidt. Ja, also da muss man schon sagen, Ranius ist ein großer Stratege, legt sehr viel Wert aufs Detail, voller Trainer. Tönnissen sucht nach seinem Rhythmus. Und Swan hat den einen Fehlwurf gut verkraftet. Ja, Tönnissen ist auch noch nicht der Spieler, der er in Wetzlar war. Ist auch eine ganz andere Situation. Ich glaube, er leidet am meisten unter Nenadic. Also wenn man das so bezeichnen kann, leiden. Ja. Nun hat er ja jetzt Fabian Wiede auf der Mitte. Das ist auch eine interessante Konstellation bei den Füchsen. Wiede kann das, die Position spielen. Aber Tönnissen ist jemand, der immer in ein Spiel eingebunden war in Wetzlar, der Mittelleute neben sich hatte, die für ihn gearbeitet haben. Da spielte Timing keine Rolle. Also man hatte sich relativ schnell gefunden, auch in Wetzlar. Er hat nicht annähernd diese Form, die er in Wetzlar hat. Wird natürlich auch nicht so geholt. Ja, das ist Nenadic. Im Grunde weiß eh jeder, was kommt und sie können es trotzdem nicht stoppen. Tolles Tor von Peter Georgic. Den haben wir von ihm nicht so oft gesehen. Den Schlagwurf an der Hüfte des Gegenspielers vorbei und da ist ordentlich Pfeffer dahinter. Super. Geht normalerweise drüber, über die Abwehr. Und damit haben die Füchse in diesem Fall, glaube ich, auch gerechnet. Oh. Ja, mittlerweile machen die Füchse halt zu viele Fehler. Sie waren mit 4 Toren vorne, jetzt 2 hinten. Grundsolide Leistung mittlerweile von Flensburg. Knapp 5 Minuten vor Ende der ersten Hälfte. Ja, er hat Selbstvertrauen jetzt getankt, das sieht man sofort an seiner Aktion, auch wenn der daneben geht. Aber man sieht schon auch bei Georgic, auch in so einer Situation, dass Franjes offensichtlich mit ihm arbeitet. Er versucht, den Ball auch schnell zu machen, obwohl das nicht unbedingt in seinem Naturell liegt. Georgic ist eine Frage der Fitness natürlich. Ich glaube, das braucht auch noch seine Zeit, bis er wieder die Fitness erlangt, die nötig ist. Zumindest um bei der SG Flensburg-Handewitt zu spielen. Er hat einen unfassbaren Wurf. In allen Varianten, Sprungwurf, Hüftwurf, Schlagwurf, kann er.
Aber dieses Spiel, der SG mitzuspielen, das dauert noch. Auch da wird ihm die Winterpause eigentlich zugutekommen. Er ist ja nicht für Serbien nominiert. Man hat ihn da außen vor gelassen. Für ihn tragisch, weil er sich ja für Serbien entschieden hat zu spielen. Dann wird er nicht beachtet. Aber so kann er sich in Ruhe vorbereiten. Tore werfen ist Nenadic Sache bei den Füchsen. Der Nils wollte gar nicht selber, obwohl er ewig weit Vorsprung hatte. Das sah ja so aus, als wenn er fast nochmal abgesprungen ist im Kreis. Also, jetzt gucken wir mal. Dumm. Naja, war knapp. Knapp vorm Abstehen. Er war abgestanden. Hätte uns meiner Sicht nicht zählen dürfen. Schwer zu sehen natürlich für die Schiedsrichter. Ah, die Füchse liefern den Flensburgern einen offenen Fight. Schönes Spiel. Boah, das ist sensationell, wie Lauge Schmidt das macht. Mit der falschen Hand. Kriegt er unter Bedrängnis noch so einen Wurf hin? Ja, man muss natürlich auch sagen, Lauge Schmidt ist der Grund, warum Mogensen auch weniger spielt. Also, wie er in diesem Jahr dort bei der SG die Fäden zieht. Und was man auch in der ersten Halbzeit deutlich sieht, er macht ein sehr dynamisches 1 gegen 1 und spielt genau im richtigen Moment immer den Pass zu den Halbpositionen. Er ist sehr, sehr guter Spielmacher, Lauge, und selber sehr torgefährlich. Ja, es geht halt sehr, sehr viel über Nenadic. Aber vielleicht noch ein Wort zu Mogensen. Der ist einfach auch platt, habe ich mir sagen lassen. Der hat natürlich auch in den letzten Jahren ein unfassbares Programm abgespult. Immer Champions League gespielt, immer in der Bundesliga, ganz viele Minuten gesehen, vorne, hinten, Nationalmannschaft, auch immer weit gekommen mit den Dänen natürlich. Der ist einfach ein bisschen durch und er spielt ja nicht für die Nationalmannschaft in Polen, also für die dänische. Dem wird die Pause sehr, sehr gut tun jetzt. Übertreibt es jetzt ein bisschen. Gut gearbeitet von Vukovic. Er haut wirklich alles raus heute. So, jetzt haben sie noch mal 20 Sekunden für diesen wahrscheinlich letzten Angriff und es täte Berlin sicher gut, hier noch mal mit einem Erfolgserlebnis in die Kabine zu gehen. Jetzt muss was kommen. Und noch mal Stürmerfoul. Das gibt's doch nicht. Also bleibt bei der knappen 2-Tore-Führung für Flensburg nach den ersten 30 Minuten. 15:13. Schwungvolles Bundesligaspiel. Beide Teams hatten allerdings schon auch Phasen, in denen sie zu viele Fehler gemacht haben. Mal gucken, wer das besser in den Griff kriegt in der zweiten Hälfte. Wir machen ein Päuschen. Okay, so let me solve this real for you. You want to know how energy makes it, isn't it? Energy. Energy. Energy.
to have the ultimate connection to the fans. Und Flensburg jetzt von rechts nach links in Rot-Weiß. Wieder mit der ersten Sieben des heutigen Tages. Alles wie gewohnt. Außer Hampus Wanne für Eggert. Ist schon stark. Ja. Das muss Lauge. Oh, Weltparade von Anderson. Den habe ich schon drin gesehen. Wo kommt denn dieser Arm her? Jetzt guck dir das nochmal an. Naja, wenn du so einen Torwart hast, dann spielst du halt oben. Ja. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Wir werden nicht müde, die Bedeutung eines Torhüters beim Handball herauszuheben. Aber das ist es halt, wenn der Gegner so klare Möglichkeiten hat, wie eben Nielsen für Berlin. Und trotzdem kann der Keeper noch parieren. Das ist Gold wert. Und Stochel auf der anderen Seite ist ja nicht schlecht. Und Goyun, das haben wir schon in der ersten Hälfte von ihm gesehen. Das bietet sich mittlerweile als echte Option für den linken Rückraum an. Zwei Würfe, zwei Tore, ein Sprungwurf, den er mit einer enormen Fackel in der kurzen Ecke versenkt hat und jetzt aus dem Lauf. Heinevetter immer noch draußen, hab's vorhin schon angesprochen. Dago Sigurdsson hat entschieden, zunächst mal Lichtlein und Andy Wolf aus Wetzlar das Vertrauen zu schenken. Er ist nur die Nummer 3. Was geht da in ihm vor im Moment diesbezüglich? Er war jahrelang die Nummer 1 in der Nationalmannschaft. Also in jedem Falle ist er wahnsinnig enttäuscht. Tolle nächste Aktion von Lauge. Das ist mal ganz klar, dass er darüber sich nicht freuen wird. Nun ist die Frage, geht er als Reserve mit oder genießt er auch mal Urlaub? Hat er ja jahrelang nicht gekonnt aufgrund der Nationalmannschaft, auch wenn die ein paar Mal nicht qualifiziert war. Also ich würde ihm raten, sich den Urlaub zu nehmen, nicht als Nummer 3 mitzufahren. Dann lieber Dario Quenstedt mitzuschicken, der halt Wolf und Lichtlein absichert. Das würdest du ihm wirklich raten? Heinevetter, ja? Ja, natürlich. Also, wenn er jetzt die Chance hat, mal 2 Wochen Urlaub zu machen und sich zu regenerieren, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wobei er jetzt auch nicht zum alten Eisen gehört, im Vergleich zu den beiden, die ja gerade das Tor sauber halten. Aber ich glaube, dass ihm das ganz gut tun würde, mal 2 Wochen Abstand zu gewinnen, irgendwo hinzufliegen, vielleicht wo es warm ist. Und die Enttäuschung dann zu verarbeiten und mit neuer Kraft zurückzukehren. Das war ein sehr wichtiger Abpraller für die Füchse. Beziehungsweise, dass sie den haben und jetzt auch den 7 Meter rausholen. Ich bin mir sehr sicher, dass Flensburg jetzt richtig Dampf machen wird in dieser ersten Phase der zweiten Hälfte, um sich abzusetzen. Nedadic verkürzt gegen Kevin Möller. Also das ist jetzt nicht der stilistisch einwandfreiste 7-Meter-Schütze, wenn man da Uwe Gensheimer kennt, Anders Eggert kennt oder viele andere. Aber er wuchtet die Dinger halt rein mit einem unbändigen Willen. Und bisher, glaube ich, ein Fehlwurf, das war's vom 7-Meter-Punkt.
Mogensen fehlt die letzte Power. Das ist ganz offensichtlich. Der ist einfach platt. Nach vielen kräftezehrenden Jahren. Wiede. Ganz sicher einer der Hoffnungsträger für die deutsche Handballnationalmannschaft in Polen. Wo Dago Sigurdsson und das deutsche Team ja auf Uwe Gensheimer verzichten müssen. Das hat mich ehrlich gesagt getroffen wie ein Blitz, als ich das gehört habe die letzten Tage. Boah, das tut weh. Das ist natürlich tragisch. Also Kapitän zu verlieren oder sagen wir so, ist auch für Uwe tragisch. Mit Sicherheit nicht leichtfertig so eine EM absagt, aber okay, die Verletzung scheint schlimm zu sein. Kann man ihm nur natürlich gute Besserungen von hier aus nochmal wünschen. Wir haben ja da kein akutes Linksaußenproblem in Deutschland zum Glück. Aber ein Ausfall des besten Linksaußen der Welt, wie ich finde, wiegt schon schwer. Was war das denn bitte für ein Pass? Herr Glandorf musste den Kopf einziehen. Ja, könnte man vielleicht als eine kleine Retourkutsche zu dem Foul der ersten Halbzeit sehen. Jetzt müssen wir schon noch mal ganz kurz hier einordnen, was da passiert ist. Mogensen muss behandelt werden. Ich weiß nicht, ob das sauber war. Sie schießt ihn am Laufen lassen. War ein unglücklicher Zusammenprall. Er rutscht auch weg. Für mich ist eher die Szene entscheidend dann im Angriff der Berliner. Und er kriegt das Knie von Nielsen auf den rechten Oberschenkel. Ja, aber das war ja nicht der Grund. Sondern die Aktion ist ja in der Abwehr der Flensburger passiert. Ja, wir waren ja gerade nochmal bei Mogensen. Ja, aber jetzt das Foul von Sworn, wo die Schiedsrichter dann doch ihm 2 Minuten geben und 7 Meter für die Füchse. Den gucken wir uns erstmal an, Nenadic. Bleibt bei den schmucklosen Varianten. Der fackelt da nicht lange. Ausgleich, 3 Berliner Tore in Folge. Holger Glandorf. Ah, tut das gut, wenn man so einen Mann hat, der in einer solchen Unterzahlsituation einfach mal durchmarschiert. Und wir begrüßen jetzt gleich unsere Zuschauer im Free TV. Also nicht erschrecken. Ja, willkommen in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Hier werden keine Pfeile geschmissen, aber etwas größere Lederbälle. Knappes Spiel hier zwischen den Füchsen und der SG Flensburg-Handewitt zum Abschluss des 18. Spieltages. 22 Minuten sind noch zu spielen und die Flensburger mit 18:17 vorne. Eine intensive Partie. Es hat jetzt schon mehrfach die Situation gegeben, dass sich eine Mannschaft 3-4 Tore absetzen konnte. Aber das war nie von großer Dauer. Es wogt hin und her. Und es ist alles völlig offen. Die Füchse in Grün in dieser zweiten Hälfte von links nach rechts. Stefan Kretschmann meinerseits. Nochmal herzlich willkommen.
Hallöchen. Gut gelaunt, wie wir sehen. Ja. Und macht ja auch Spaß, kein schlechtes Spiel. Ich muss sagen, gutes Bundesligaspiel. Beide Gegner absolut ebenbürtig. Jeder hat seine Phasen. Liegt natürlich auch an der Torhüterleistung beider Mannschaften. Sowohl Stochel als auf der einen als auch Matthias Andersen auf der anderen Seite haben immer wieder minutenlange Momente, wo sie viele Paraden abliefern. Und so ist es ein ausgeglichenes Spiel bisher. Wieder zum Ausgleich, 18 beide. Das ist Erlinger Richardson, der höchste Trainer, den wir da ganz kurz im Bild gesehen haben. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte zur Ausgangssituation. Das ist das Spiel des 8. gegen den 3. Die Füchse könnten mit einem Erfolg hier einen Sprung bis auf Platz 6 hoch machen. Die wollen wieder ins internationale Geschäft. Und Flensburg ist noch im Meisterrennen. Aber sie dürfen sich nichts mehr erlauben. Sie haben schon 7 Minuspunkte. Sie stehen unter Druck hier und heute. Die müssen auf jeden Fall gewinnen. Flensburg haben ja zuletzt am vergangenen Mittwoch, wir haben es übertragen, ein sensationelles Spiel abgeliefert. In Kiel gewonnen. Wieder mal ins Final Four eingezogen. Ganz so stark wie am Mittwoch in Flensburg. Wie am Mittwoch in Kiel, die Flensburger heute noch nicht. Sie haben immer wieder gute Phasen, aber haben halt auch streckenweise zu viele Fehler gemacht. Aber ich muss natürlich auch sagen, dass sie sich schwerer tun gegen eine sehr defensive 6-0-Formation der Berliner. Also sie haben nicht viele Räume, die Berliner verteidigen sehr kompakt, haben einen guten Stochel dahinter. Und sie waren schon mal 3 Tore auch weg, aber Berlin macht das gut. Sie werden da auch nicht nervös, sie spielen ihren Stiefel ihrerseits gut runter. Oh, jetzt gibt es mal die 2-Minuten-Strafe für Nenadic wegen Meckern. Er war schon während des Spiels mit der ein oder anderen Entscheidung nicht ganz zufrieden. Und hat seinen Unmut da auch geäußert. Ja, er hat sich lange darauf konzentriert, seinen Unmut nur durch böse Blicke kundzutun. Aber jetzt ist es aus ihm rausgebrochen offensichtlich. Übrigens Andreas und Markus Britschow, die beiden Unparteiischen hier in der Max-Schmeling-Halle. Die gut gepfiffen haben bisher, ja. Muss man schon sagen. Man könnte auch sagen, tadellos. Tadellos. Nein, nicht ganz. 1-2 Entscheidungen, okay, aber grundsätzlich gute Schiedsrichterleistung. Mutiger Wurf von Wiede. Vor allem gegen einen Matthias Andersson in Top-Verfassung in Kiel. Wirklich absolute Weltklasse, was er da gezeigt hat letzten Mittwoch und auch heute. Sehr gutes Spiel. Der geht natürlich schon auf seine Kappe. Auch sowas passiert einem Andersson mal. Aber sehr, sehr selten. Ja, wenn wir darüber sprechen, wie das Spiel bisher gelaufen ist und wer die entscheidenden Leute sind, muss man sagen, Drago Vukovic heute mit einer guten Leistung. Nicht nur, weil er jetzt gerade das Tor macht, sondern ist heute sehr torgefährlich und auch effektiv. Goyun aus der zweiten Welle mit 2 überraschenden Würfen bei den Berlinern. Wieder mit einer guten Leistung. Stochel im Tor, auch in Ordnung. Und auf der Flensburger Seite Holger Glanow, Aktivposten. Georgic mit 1-2 guten Aktionen. Ja, der kriegt heute relativ viel Spielzeit. Ja, bitteschön. Ansonsten müht sich Lauge auf der Mitte, reißt viel Lücken für seine Nebenleute, geht selber ins 1 gegen 1, arbeitet mit Wurfhinte, eigener Durchbruch, hatte damit 2-3 Mal Erfolg. Aber wie der Spielstand auch ausdrückt, das ist ein absolut ausgeglichenes Spiel. Und der leichte Favorit Flensburg tut sich schon sehr, sehr schwer. Flensburger scheinen den Füchsen ja schon ein bisschen zu liegen. Das Hinspiel in Flensburg ging unentschieden aus. So, hier gibt es die Auszeit genommen von den Füchsen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Okay, dann hier. Okay.
Ich mach. Ey, Knapp 18 Minuten noch in der Max-Schmeling-Halle hier in Berlin. Es steht unentschieden zwischen den Füchsen und der SG Flensburg-Handewitt zum Abschluss des 18. Spieltages. Das ist sozusagen der Auftakt in die Rückrunde. Die 8 anderen Begegnungen dieses Spieltages sind durch. Nur das Spitzenspiel muss noch vollendet werden. Und wir sind sehr gespannt, was hier noch passiert. Fehler von Wiede. Missverständnis zwischen ihm und Tönnissen. Ja, das verstehe ich nicht. Also du nimmst eine Auszeit, ja, um ganz klar abzusprechen, was da passiert. Und dann gibt es beim zweiten Pass ein Missverständnis. Also irgendeiner muss nicht oder kann nicht zugehört haben. Ja. Flensburg heute mit Hampus Wanne auf links außen. Egert sitzt draußen und kriegt eine Pause. Georgic, Lauge, Glandorf im Rückraum. Sworn rechts außen. Torf Hansen am Kreis, Andersson im Tor. Gut spekuliert von Wiede. Ja, Fehler wieder gut gemacht. Abgehakt. Er wirkt trotz seines jungen Alters schon so abgezockt, Fabian Wiede. Absoluter Führungsspieler in dieser Mannschaft, wie ich finde. Also wieder geworden. Hat er mal ein kleines Tief, aber auch diese Saison jetzt wieder mit einer tollen Steigerung, mit einer tollen Leistung. Wenn dann noch Drucks wieder zurückkommt, haben die Berliner natürlich zwei Leute, auf die sie ihr gesamtes Korsett aufbauen können. Gibt den 7 Meter, rausgeholt von Holger Glandorf, der wirklich in einer hervorragenden Verfassung ist im Moment. Super gespielt, auch in Kiel am Mittwoch. Wir haben schon ein paar Mal drüber, nicht ganz ernst gemeint, philosophiert, wie schön es doch wäre, würde er noch mittun in der Nationalmannschaft. Er ist ja aus freien Stücken zurückgetreten. Also ernst gemeint ist es natürlich schon, dass wir uns wünschen würden, dass er da spielt, aber es ist nicht realistisch. Ja, überleg mal, was hast du da für Spieler in Deutschland? Also wir fahren jetzt zur EM mit Weinhold und Wiede. Das ist schon mal nicht so schlecht auf rechts, also ja, Rückraum rechts. Und dann hast du noch einen Kai Häfner. Ja. Er spielt auch eine gute Saison in Hannover. So. Müller gibt es auch noch von der MT Melsungen. So, also es ist schon nicht so verkehrt, was wir auf der Position und nicht nur auf der Position in Deutschland haben. Also da ist wieder viel Grund für Optimismus, dass die Nationalmannschaft auf absehbare Zeit wieder erfolgreich sein wird. Und wieder. Das wird den Bundestrainer freuen, das freut die Füchse. Sicherlich einer der Hoffnungsträger in Polen im kommenden Januar bei der Europameisterschaft. Und Flensburg hat hier so ganz allmählich ein ziemliches Problem. Der Sieg hier in Berlin ist fest eingeplant. Aber die Füchse leisten heftigen Widerstand. Ui. Ja, richtig. Technischer Fehler. Und die Chance zur 2-Tore-Führung durch Nenadic. Oh, da kommt er zu spät, muss 2 Minuten geben. Ja, Jesper Nielsen, ganz klar. Voll erwischt den Holger Glandorf. Sie haben ja durchaus Verletzungsprobleme in dieser Saison. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Paul Drucks fehlt schon die ganze Zeit. Schwere Schulterverletzung, musste operiert werden. Es gibt kaum Wechselmöglichkeiten im Rückraum auf den Rechtshänderpositionen. Bob Hanning links, Richardson der Trainer rechts. Reger Austausch da unten an der Seitenlinie. Also Bob Hanning ist da schon sehr aktiv. Fast im Stile eines zweiten Trainers.
Ist er ja auch. Also, oder wer ist das jetzt? Also, Volker Zerbe? Man weiß es nicht. Ja. Also Geschäftsführer Hanning, Co-Trainer Zerbe. Das vermischt sich alles immer mal wieder da unten auf der Füchsebank. Also ich bin mir übrigens nicht so sicher, ob das gerade 2 Minuten Strafe war. Klar, Holger Glanow ist auch sehr tief in der Aktion, aber Nielsen geht jetzt nicht aktiv gegen den Kopf. Er verteidigt in der Höhe, die normalerweise Hüfte ist. Aber gut. Sie entscheiden auf Stürmerfoul, der Treffer zählt nicht. Die Füchse stellen eine richtig gute Abwehr heute, die 6-0. Macht Flensburg Probleme. Und die wirken phasenweise einfach auch ein bisschen platt. Sie hatten dieses Highlight am vergangenen Mittwoch. Das war durchgängig. 60 Minuten eine absolute Topleistung in Kiel im Pokal, als man dort das Final Four erreicht hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, das 33. Pflichtspiel ist es bereits für Flensburg in dieser Saison. Ja, ist natürlich klar, dass so eine Mannschaft wie Flensburg immer anstrebt, dass die Kaderanzahl vergrößert wird. Also es gibt ja immer dieses Bestreben, 16 Spieler zuzulassen. 16 Spieler sind in der Bundesliga, in der Champions League erlaubt, bei einer EM oder WM sind die erlaubt. Und in der Bundesliga im Moment nur 14. Genau. Das würde man gern verändern. Ich halte das in Anbetracht der vielen Spiele auch für durchaus sinnvoll, diese Änderung herbeizuführen und dort auf den 16er Kader zu erhöhen. Ich bin da ganz bei dir. Das eröffnet dann auch vielen Spielern, die auf dem Sprung in die erste Mannschaft stehen, Möglichkeiten. Ja, hoffentlich. Glaube ich schon. Wichtiges Tor für Flensburg. Sie haben sich jetzt in dieser letzten Phase schon sehr, sehr schwer getan. Ja, es wird so langsam ein richtig heißer Fight. Es ging eigentlich relativ gemächlich los hier in der Schmelinghalle. Es spitzt sich zu. Wir gehen in die entscheidende Phase. Tönnissen. Nenadic, von dem sind die Berliner offensiv ja sehr abhängig. Er ist der beste Torjäger in dieser Bundesliga-Saison bislang. Ligaweit, nicht nur bei den Füchsen. Ja, eins ist auch klar, jetzt läuft natürlich alles über Nenadic. Die letzten 10 Minuten, es steht spitz auf Knopf. Er wird jetzt das Spiel an sich reißen. Er wird brutal genervt. Guck mal, was er da für Blicke verteilt die ganze Zeit. Ja, es geht natürlich immer auch ein bisschen gegen die Schiris. Er fühlt sich natürlich da jetzt ungerecht behandelt. Den Eindruck habe ich auch. Auch da hätte er jetzt gerne wieder eine 2-Minuten-Strafe gesehen. Starker Block gegen Vukovic. Also da ist ja der Mittelblock. Der Flensburger 6-0 mit Karlsson und Torft Hansen. Mit das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat. Über die muss man erstmal drüber kommen. Wow! Da unten ist schon wieder ein Tohuwabohu auf und hinter der Füchsebank. Das zieht sich ja bis in die ersten Reihen. Vorsichtig formuliert. Wo die Vereinsoberen sitzen. Das sehen nicht alle unkritisch. Ich sag's mal so. Hoho. Georgic packt die Peitsche aus. Wir haben über ihn heute schon ein paar Mal gesprochen. Er hat ein Wurfrepertoire, das ist nicht ohne. Genau wie auf der anderen Seite Nenadic. So, dann war rechts Uli Theiss, links der Präsident Steffel, jetzt verdeckt. Die sind schon immer ziemlich emotional mit dabei. Ob das so sein muss, naja, die einen finden es gut, die anderen nicht so.
Aber nochmal zu Georgic, der bekommt viel Spielzeit heute. Das war lange nicht so in dieser Saison. Ranjes bindet ihn immer mehr ein ins Spiel. Und Glandorf mit dem Ausgleich. Er war natürlich super gespielt. Also dieser Gegenstoß, auch wieder ausgehend von Lauge, die er zuerst im Alleingang geht und dann aber sieht, dass Glandorf parallel kommt. Stark gemacht. Und natürlich ist es jetzt auch wieder wichtig, was passiert mit den beiden Torhütern. Matthias Andersson kann er noch mal zu einer Gala-Form finden, wo es ja Anfang des Spiels schon nach aussah. Stoffel steht ihm nichts nach, aber ich glaube, dass man auf der Berliner Bank eventuell auch noch mal überlegt, Heinevetter jetzt zu bringen. 10 Minuten vor Schluss. Er stand bis dato noch gar nicht im Tor. Ganz genau 10 Minuten noch. Wir fangen im Grunde nochmal von vorne an. Unentschieden. Bisschen Pech für Vukovic. Andersson hat den Ball vom Pfosten abbekommen. Ja, schmerzhaft ist sowas, wenn der genau aufs Ohr geht oder so. Ja. Vor allem auch, wenn du überhaupt nicht mehr damit rechnest. Nase, oder? Nase, Ohr, Wange, wer weiß das schon. Geht so schnell alles im Handball. Ein Wahnsinn. Ja, und auch das nächste Spitzenspiel. Was heißt das nächste Spitzenspiel? Das Spitzenspiel am kommenden Mittwoch. Zweiter gegen Erster, 18.15 Uhr. Ein Weihnachtsgeschenk für alle Handballfans und alle, die es hoffentlich noch werden. Das kann man nicht verpassen, das darf man nicht verpassen. Ein so wichtiges Spiel. Wenn die Löwen dort gewinnen, dann ist das ein Riesenschritt in Richtung erste Meisterschaft. Und wenn die Kieler die Punkte in der Sparkassenarena behalten, dann haben wir einen relativ offenen Dreikampf. Super interessantes Spiel am Mittwoch ab 18.15 Uhr live bei uns. Aber damit es dann auch ein Dreikampf ist, muss Flensburg hier gewinnen. Das ist das Thema dieses Spiels. Ranjes nimmt die Auszeit. Also, wie gesagt, Mittwoch. Ein Spiel, das man gucken muss. Gehst du dann doch sofort hier drauf, er wird da einen Schritt da machen, okay? Ja. Dann gehst du 1-1 hin, bitte. Die erste Überstand. Schief, ja? Ja. 6-0, Jungs. Bei Kreuz, Kreisler Position 4-5. Lauf direkt bei Kreuz. Spielball zum Glandorf, er geht zur Mitte, schick her. Aber du machst einen Finkpass und du kommst zwischen näher. Hep, guck mal, weiter, hier weiter. Und 23-23 zwischen Berlin und Flensburg. Und bei aller Vorfreude auf das Spiel am Mittwoch, das ist hier auch nicht ohne, was wir in der Schmelinghalle geboten bekommen. Im Anschluss an diese Partie, Hendrik, die zweite Liga ab 19 Uhr, unter anderem mit der Begegnung Freiburg gegen 60 München. Peter Stoffel, 39 Jahre alt, Vertrag nochmal verlängert worden. Er hat ja alles mitgemacht bei den Füchsen, bereits seine 10. Saison, hat den Aufstieg miterlebt aus der zweiten Liga und den Aufbau einer Spitzenmannschaft, Titel gewonnen, den DHB-Pokal, den EHF-Cup, die Vereins-WM zuletzt. Ein echter Berliner. Tolles Spiel von Stochel heute. Und Andersson nicht mehr so überragend wie in der ersten Hälfte. Mittlerweile.
Außen spielen bei Flensburg überhaupt keine Rolle heute. Also wenn man da nochmal das Spiel in Kiel als Maßstab nimmt, wo Swan, glaube ich, 10 oder 11 Tore macht, kommen die Flensburger heute nicht an diese Leistung rein, die Außen einzusetzen. Starke Aktion von Rasmus Lauge. Der im Moment eine wirklich sehr tragende Rolle spielt bei der SG Flensburg. Er ist ja aus Kiel gekommen. Mogensen, der die vergangenen Jahre die absolute Nummer 1 auf Rückraum Mitte war bei Flensburg. Wir haben es schon angesprochen. Ziemlich platt aktuell, braucht viele Pausen. Lauge Schmidt regelt das wirklich sehr, sehr gut. Er war schon abgepfiffen. Und der Nenadic, der platzt bald. Der war von Anfang an nicht zufrieden mit den Schiedsrichterleistungen. Und scheint tierisch genervt zu sein. Ja, finde ich richtig. Er hat den Ball nicht unter Kontrolle gehabt. Und wieder Rasmus Lauge Schmidt, was der für eine Power hat, auch am Ende eines solchen Spiels, auch im 33. Pflichtspiel dieser Saison. Super Verpflichtung. Und Flensburg ist wieder vorne. Konzentrieren sich jetzt alle auf Nenadic, er ist der entscheidende Mann, vor allen Dingen in solchen Phasen. Und Vukovic hat schon ziemlich nachgelassen im Laufe der Partie. Er ist nicht mehr so durchschlagskräftig, nicht mehr so klar wie in der ersten Hälfte. Ja, den Wurf musste natürlich Matthias Andersson jetzt halten. Er war jetzt nicht besonders platziert geworfen. Trotz allem hat Vukovic sich etwas Selbstvertrauen in diesem Spiel geholt, um sich so einen Wurf halt auch mal zu nehmen. Klasse, das ist einfach gut. Und der Junge tankt hier von Minute zu Minute mehr Selbstvertrauen. Schön zu sehen. Dirk Schmeschke, der Geschäftsführer, jubelt. Rechts neben ihm der nach wie vor verletzte Johann Jakobsson, der schon fehlt. Landorf könnte schon die eine oder andere Entlastung brauchen im rechten Rückraum bei Flensburg. Zwei Tore Führung jetzt für die SG. Berlin braucht dringend ein Tor. Und Richardson nimmt die Auszeit. Und
vorne. Ja, Bock. Ja, okay, fünf Eins. Okay, vorher Muster. Jetzt, hier. Bravo. Bravo. Man spielt vielleicht zwei und alle. Dann ein bisschen mehr gehen dann dort. Okay? Hey, Angriff. Nächster Angriff. Okay? Das ist gut mit Kreuz, aber man muss denken über breit. Okay? Vielleicht einmal Ciudad, breit. Hopp, und dann Ball. Breit. Okay. Seine erste Saison als Füchse-Trainer, Jörg Richardson. Letzten zwei Jahre in Wien gearbeitet. Ja, er ist schon noch in der Findungsphase. Ist schon eine ganz andere Welt, die Bundesliga, im Vergleich zur österreichischen, bei allem Respekt. Mensch, und die Flensburger machen hier wieder einen guten Eindruck in der entscheidenden Phase. Es läuft ja super insgesamt in dieser Saison. Sie haben das Final Four erreicht im DHB-Pokal, in der Champions League stehen sie super da als Tabellenführer einer sehr, sehr schwierigen Achtergruppe. Und in der Meisterschaft ist auch noch alles möglich. Und sie haben sich dieses Selbstvertrauen erarbeitet, cool zu bleiben, auch in diesen entscheidenden Phasen, auch wenn es mal nicht optimal läuft in einem Spiel. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Auswärtssieg in Göppingen, als sie da auch einem Rückstand immer wieder hinterhergelaufen sind, die Flensburger, und trotzdem im entscheidenden Moment voll da waren. Den Eindruck habe ich jetzt wieder. Geht es dir auch so? Na, es ist halt eine Mannschaft. Also das muss man wirklich sagen, dass die Flensburger immer irgendwie zusammenhalten, dass sie sich immer als Einheit präsentieren. Ich habe sie noch nie gesehen, dass sie auseinandergebrochen sind oder sich aufgegeben haben oder sich anmotzen. Das passiert halt in Flensburg nicht. Tolle Mentalität dieser Truppe, tolle Führungsspieler, gute Handschrift des Trainers. Also ist jetzt nicht immer die sympathischste aller Mannschaften gewesen, aber ich finde, dass sie einen sehr guten Handball spielen. Nenadic verkürzt. Warum sind das nicht die sympathischsten gewesen? Also ich spreche da über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre. Ah, okay. vielleicht sogar 15 mittlerweile. Aus deiner eigenen aktiven Zeit. Ja, da hängt noch ein bisschen was mit. Verstehe. Wir können das ja mal an anderer Stelle vertiefen. Es ist zu spannend, jetzt um das nicht. Jetzt ausführen zu können. Zweieinhalb Minuten noch. Die Flensburger haben mittlerweile schon eine gewisse Unberechenbarkeit jetzt im Rückraum. Landorf hatte gute Momente, Lauge Schmidt hatte gute Momente, Georgic auch tolle Aktionen gezeigt. Wahnsinn! Das ist der reine Wahnsinn. Also das können nicht viele. Holger Glandorf. So eine Wucht. Ohne Vorbereitung im Grunde. Und jetzt wechseln die Füchse den Torhüter. 2 Minuten vor Ende der Partie kommt Heinefetter für Stochel. Das verstehe ich jetzt auch nicht, aber... Man muss auch nicht immer alles verstehen. Er sieht so aus, als würde das auch nicht ganz begreifen, Silvio Heinefetter. Er wäre natürlich gerne früher zum Einsatz gekommen. Also jetzt ein Flensburger Tor. Und es müsste eigentlich schon gelaufen sein. Franjes nimmt die Auszeit, seine dritte und letzte. Will alles nochmal ordnen. Clever gemacht natürlich von ihm. Dann, du bist da. Ja. Der 5-1. So, sieht das erstmal aus. Lasse. Hier, kriegst den Ball von Lauge. Fünfpass zum Georgic, kommst ganz hoch. Du bist auch hoch. Okay, spiel ihm den Ball. Dann läufst du hier. Du gehst direkt auf ihn. Hier, du machst Sperre. Da, du bleibst breit. Hier. Ja, hast du ihn? Ja. Komm her! Ah, yes! Gut, gut, Männer, gut! Ja, schwierige Situation für Silvio Heinefetter. Hat keine gute Saison bei den Füchsen und jetzt
hat sich der Bundestrainer Dago Sigurdsson auch noch gegen ihn entschieden. Oder besser gesagt für zwei andere im Moment. Lichtlein und Andy Wolf aus Wetzlar werden das Torhüter-Gespann bilden bei der EM im kommenden Jahr. Heinefetter war ja jahrelang die Nummer 1, aber den hat er, der ist nicht drin. Oh, und dann so ein Pass. Und das ist natürlich faul. Also, vielleicht ja doch noch rechtzeitig gekommen, Silvio Heinefetter. Super Aktion. Typisch für ihn, aus dem Liegen so ein Pass. Ja, der muss rein. Es geht noch was für Berlin. Minütchen noch. Fabian Wiede. Mit 21 übernimmt er Verantwortung in so einer Situation. Ganz wichtiger Spieler mittlerweile für die Füchse. Vukovic spielt vorgezogen. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie lange die Schiedsrichter sich das angucken, bis sie den Arm heben. Normal muss Georgic sich den Wurf schon nehmen. Da wollte er nur den Pass spielen. Und ein bisschen mehr Selbstvertrauen nimmt er sich den. Jetzt macht's Glandorf, der geht drüber. Und die Chance zum Ausgleich noch für die Füchse. 17 Sekunden. Und bringen sie noch mal einen Feldspieler. Jawohl, Heinefetter geht raus, sie riskieren jetzt alles. Zeit läuft ihnen davon, es muss eine Aktion kommen. Jetzt von Wiede. Und es ist nur noch eine Sekunde auf der Uhr. Ja, eigentlich müssen sie die runterlaufen lassen und dann direkt werfen, weil mit Pass wird es nicht mehr funktionieren. Ich bin gespannt, ob jetzt noch die Uhrzeit korrigiert wird, eventuell auf 3 Sekunden. Also auf der Halbuhr steht 59:59. Also noch eine Sekunde. Das reicht nicht für einen Pass und einen Wurf. Was machen sie jetzt? Sie gehen raus, die Schiedsrichter, und schicken erstmal alle weg, um das mit dem Kampfgericht zu klären, mit dem Spielleiter Peter Rauchfuß. Und wir gucken natürlich ganz genau, ob da was passiert auf der Uhr, ob da nochmal was korrigiert wird, ob nochmal 1-2 Sekunden dazugegeben werden, sodass die Füchse möglicherweise doch einen Block stellen können und nicht direkt abschließen müssen. Also noch tut sich da nichts auf der Uhr. Was ist jetzt? Ich weiß es doch auch nicht. Das war so allgemein gefragt. Und sagt doch hier keiner Bescheid hier oben. Also sie versuchen es mit dem Block und nicht mit dem direkten Freiwurf. Es gibt also noch den einen Pass. Wahrscheinlich. Er kann es natürlich auch alleine probieren. Nee. Er probiert es alleine. Ja. Ja, sie gehen weg. Fabian Wiede nimmt sich den Ball. Ja. Was macht Swan? Warum geht er nicht mit in den Block? Was will der da hinten blocken? Wartet er auf einen Pass? So, Apfel. Also, jetzt muss der Freiwurf direkt kommen. Wiede es macht wollte. Nicht Wiede, ja, es macht Nenadic. Ah, das wird jetzt natürlich schwierig gegen 5 Flensburger. Hat er gerade noch eine 2-Minuten-Strafe gegeben. Aber wenn ich es einem zutraue, dann Nenadic. Nenadic. Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Und hauchdünn gewinnt die SG Flensburg-Handewitt mit 27:26 hier in Berlin. Ja, die Füchse sind natürlich unzufrieden. Ist der Sieg verdient? Sag uns das noch ganz kurz. Natürlich ist der Sieg verdient. Also man kann jetzt sicherlich über alles Mögliche diskutieren, aber ich glaube, dass die Schiedsrichter einen guten Job gemacht haben und dass sie das Spiel gut geleitet haben. Flensburg hat es souverän gemacht. Ganz ehrlich, unentschieden wäre auch okay gewesen. Berlin war völlig auf Augenhöhe heute. Ja. Also war ein gutes Spiel, war ein enges Spiel, 27:26. Ich bedanke mich bei Stefan Kretschmer, kurze Pause und dann die Reaktion der Beteiligten. Bleiben Sie bei uns.